Pferde Shizu. Und zwar müssen wir jetzt mit der Kohle, die wir haben, das Holz brennen. Und dann müssen wir mit dem Holz, was wir da gebrannt haben, den Rest des Holzes auch noch brennen, damit wir wirklich ein bisschen mehr Kohle bekommen jetzt hier. Müssen wir ganz kurz warten. Wir können theoretisch können wir uns langsam auch einen zweiten Ofen basteln. Das wird ja langsam. Wir haben ja langsam genug Zeug. So. Stelle ich den zweiten. Oh, konnte ich echt mit runterstellen hier. So, dann nehmen wir nämlich das jetzt hierher und dann brennen wir damit das. Und brennen damit dann das. So. Äpfel habe ich jetzt noch einen hier fürs Dings. Habe ich gerade ein bisschen Weizen wieder? Boah, strahlt das krass aus, ja. Aber ich habe kein Weizen. Okay, Eisenhammer. Schmiedekunst, jawoll! Und was macht man sich natürlich als erstes mit Eisen? Richtig, man macht sich erstmal eine Eisenspitzhacke. Tada! So, dann noch zwei Eisen. Können wir uns da noch ein Schwert oder sowas draus basteln? Müssen wir mal sehen. Oder was auch cool wäre, überlege ich gerade so. Wenn wir uns aus einer Schere machen. Jetzt der Sand hier. Da würde ich mir sogar fast lieber eine Schere als erstes machen. Und jetzt noch ein Schwert. Weil, es kann aber sein, dass wir da unten jetzt gleich auf ein paar Zombies oder so treffen, wenn wir eine Höhle finden sollten. Dann sollte man vielleicht auch ausgerüstet sein mit einem guten Schwert. So, Zombiefleisch kommt hier noch rein. Und die Schere würde ich einfach nutzen, um hier... Soll mal einer sagen, man bekommt keine Setzlinge raus, wenn man draufschlägt. Seht ihr das, wie die Setzlinge rausfallen langsam? Ist nämlich ganz easy und simpel. Sogar Äpfel fallen da raus. Go, go, go. Oh, das ist Schrott gegangen, okay. Dann muss ich mir erstmal ganz kurz eine neue Axt holen. Wir haben ja genug gecrap. Doch, einen hab ich noch. Super. Dann muss ich noch mal ganz kurz was essen. So, machen wir gleich noch eine. Nein, nicht so. Ich will den Apfel essen. So. Und dann schneide ich das ganze Holz hier weg. Und dann bereiten wir uns wieder darauf vor, dass Nacht wird gleich. Da. So, da habe ich nämlich jetzt ganz cooles Gebüsch überall und kann überall ein bisschen Gebüsche machen. Warum denn nicht? Der wird aus dem gerade eben noch so steinigen Weg auf einmal ein wunderschönes Gebüsch. So. Und das sieht ja auch geil aus. Genau, guck mal, wir machen das so.
Schrubb das jetzt kaputt hier. Kenne ich nichts. Und da haben wir jetzt noch ein, da habe ich jetzt ein weniger bekommen, okay. Das sieht auch geil aus, so ein Gebüsch hier so zwischendrin. So. Und dann immer Busch, Busch, Busch. Und jetzt kann ich hier anschließen. Und jetzt kommt hier nur über Busche. Tada! So kann man sich das hier alles ein bisschen verschönern. Ein bisschen zumindest. So. Theoretisch kann ich sowas auch nutzen, um das dann hier so zuzubauen. Dann mache ich halt hier Busch hin. Das ist kein Material, was mir irgendwie schaden könnte. So. Dann kann ich mir ein bisschen Sand wieder mitnehmen hier. So. Alles her damit. Super. Und dann kommt hier wieder jetzt Busch zum Einsatz. Busch, 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 Busch. Busch, Busch, Busch. Busch. Ups, das wollte ich nicht. Und auch hier Busch. Und dann machen wir hier noch ganz schnell alles zu. Ich finde das cool so. Sollte doch mal einer sagen, dass das nicht gut aussieht. Jetzt müssen wir natürlich dann hier noch oben das mit dem Stein zu machen. Da oben ist jetzt auch noch ein Busch hin. Weggeschmissen. Nein. So. Und dann geht's jetzt auch nach unten. Kuh ist noch hier. Und wir wollten ja jetzt hier den Rest Eisen aus der Wand holen. Ah, das waren wahrscheinlich zwei Erden, die genau nebeneinander lagen. Das freut mich auf jeden Fall. So, da haben wir auf jeden Fall schon mal einen Checkpoint gelandet, in dem wir uns runtergegraben haben. Das hatte ich ja auch schon vor auf die Art und Weise. Und dann gucken wir mal, was passiert, wenn wir uns noch ein Stück weiter runtergraben. Ob wir da Kies finden. Toll. F3, wir sind auf 42. Aber ich meine, warum nicht? Hat man ja auch noch keinen. So. Passt das? Ja, das passt sogar, siehst du. So. Und weiter nach unten. Ich würde es ja cool finden, wenn man mindestens... Also Gold? Nee, Gold nicht.
Ja, aber nach Gold kommt ja nur noch Diamant, ne? Gut, okay, sagen wir mal, wenn wir noch ein bisschen Eisen finden würden. Ah, siehst du? Das gefällt mir wirklich sehr gut. Ah, ich frage mich, ob es hier wirklich Höhlen gibt oder ob der Typ, der das gestaltet hat, soll ich den Namen jetzt nicht kenne. Habe ich jetzt gar nicht so genau gelesen oder ich habe es gelesen und vergessen. Das wird wohl erst zweiteres sein. Ob der Typ hier überhaupt Höhlen eingebaut hat oder ob das wirklich ein massiver Stein ist. Oh, Moment, ich muss hier ganz kurz. Oh, recken und strecken. Ich muss auch gleich die Let's Plays veröffentlichen, ist schon so spät. Ich habe gerade die Let's Plays vernachlässigt, um das aufnehmen zu können jetzt gerade. Also nicht vernachlässigt, ist ja noch in der Zeit. So. Da ist noch was. Ui, jetzt geht's los hier. Kohle ohne Ende. Jetzt sind wir im Land des Überflusses angekommen. Okay, jetzt haben wir... Jo, okay, das... Jetzt sind unsere schweren Minecraft-Tage vorbei. Jetzt haben wir einfach nur noch Überfluss, ich sehe es schon. So. Gehen wir wieder nach oben. Oh, warte mal, was für eine Tiefe sind wir hier? Oh, da muss der mindestens noch auf Diamantebene jetzt runtergraben. Wenn wir schon so tief sind, dann flockt es mich einfach noch einmal kurz nach Diamanten zu suchen. Die Versuchung ist zu groß. So. Jetzt haben wir die Diamantebene erreicht. Klauen wir uns mal kurz in eine Richtung so ein bisschen. So hier mal ein bisschen. Hier mal ein bisschen. Das habe ich aber auch. Wir machen ja mit Display normalerweise kein Mindstripping. Weil es halt mega langweilig ist, aber. Hier müssen wir es jetzt machen, ne? So. Huch! Was ist das denn jetzt? Jetzt hab ich mich aber... Also als mich das gerade weggetragen hat, da hab ich mich aber übelst erschrocken, ey. Wie, jetzt ist ja immer noch so ein Wasserding oder was? Na hä, was ist das denn jetzt gewesen? Redstone! Na hallöchen! Aber frag mich, was das jetzt gerade war. Das war wahrscheinlich so ein Fehler irgendwie. Da hat er wahrscheinlich nicht ordentlich genug gearbeitet. So, okay. Dann gehen wir mal nach oben, machen das Ding hier aus. Eisen haben wir jetzt noch ein bisschen gefunden, das ist super. Alter, ich will nicht wissen, wie lange ich jetzt schon aufnehme, bestimmt 4 Stunden oder so. La 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 la. Wir sind aber Level 20, wir sind glaube ich noch nicht einmal gestorben, gell, in der ganzen Zeit. Wir werden bestimmt sehr lange folgen werden. Huch. Hallo Muku. Lass mich in Ruhe, sprech mich nicht an. Ist aber auch traurig, dass sie nicht hochkommt, glaube ich. So traurig, die Kuh. So traurig. So, auf nach oben und so, hallo. Und da sind wir beim Grünzeug, das heißt, dauert nicht mehr lange. Und es ist zufällig sogar gerade Nacht. Die Zeit, in der Skelett und Creeper sich die Hand geben. Und mehrere Knochen hinterlassen. Schön, 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 schön.
So, du. Knochen. Klack, klack, klack. So, dann brennen wir jetzt hier nochmal das Eisen. Ich habe Glas gebrannt, das Glas packe ich jetzt hier hin. Dann ist das endlich fertig. Könnte ich aus Jux könnte ich hier auch noch so ein bisschen Glas reinpacken. Boah. Also als Deko-Element. Als Dekor. So, hier hinten packe ich jetzt wieder ein bisschen davon rein. Reicht natürlich nicht ganz. Oh. Kann man ja nicht glauben, auf was für eine kleine Insel wir angefangen haben und was wir jetzt hier schon gebastelt haben. Ey, das ist echt krass. Blöcke, 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 Blöcke. Weil jetzt wird es richtig krass mit der Masse an Stein, die wir jetzt haben. Was ist das jetzt hier? Hat sich ein Enderman rangestealt oder was? Huch! Huch! Okay, Blöcke. Brote. Sehr schön. Okay, wir haben jetzt also Kohle ohne Ende. Wir haben Schießpulver. Wir brauchen auf jeden Fall, wir brauchen echt viel Sand jetzt. Ich meine, wir haben ja auch viel Sand hier, wir müssen das bloß irgendwie... einzäunen. So. Oh, oh, aua, 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 aua. Auatsch. Jetzt habe ich das zumindest erstmal eingezäunt. Na komm. Fuck, fuck, fuck. Komm schon! Fuck. Autsch. Ich mache das am besten jetzt einfach mal so. So.
wieder nach oben und dann gehen wir hier nochmal rein.